Hallo zusammen, heute gibt es wieder mal ein Aufgebraucht-Video und zwar im relativ kurzen Abstand, weil ich ja am Aussortieren bin und Wegschmeißen bin und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich noch Produkte habe, die also noch halb voll sind und zwar einige und die eigentlich schon längst abgelaufen sind und ich habe die schon 2 Jahre. Beginne ich mit Caudalie. Ich habe von Caudalie 1, 2, 3, 6 Produkte, also das Micellenwasser. Das ist so eine kleine Reisegröße, die ist wirklich leer. Die habe ich aufgebraucht, unbedenklich, war alles prima. So, und jetzt habe ich hier Masken und Peeling und habe festgestellt, dass die nach Öffnen nur 9 Monate haltbar sind und manche auch 12. Und ich habe die schon 2 Jahre. Ich denke, man kann sie benutzen, aber ich mache es lieber nicht. Ich möchte es nicht herausfordern, weil man gibt sich das aufs Gesicht und das gerade so ein Enzympeeling oder ein Glukosäurepeeling oder so eine Detox-Maske, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich habe jetzt nicht so eine Elefantenhaut, die alles ab kann. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Das ist, wie gesagt, noch halb voll. Einmal, aber ich kann die Produkte empfehlen. Ich habe hier auch mit Caudalie gearbeitet. Da haben wir einmal eine, mein Gott, kann ich das jetzt lesen? Das ist so eine porenzusammenziehende Maske. Purifant, die ist sensationell. Also Ladies, die leicht ölige Haut haben und großporige Haut haben. Gut, das hält jetzt nicht ewig, aber einen Tag zumindest, habt ihr ein ganz tolles, ebenmäßiges Hautbild. So nach 10 Minuten, also aufs gereinigte Gesicht auftragen. Es kann ruhig noch ein bisschen feucht sein. Und dann gebt ihr so messerdick diese Maske auf. Nach 10 Minuten kann man das mit warmem Wasser abspülen. Ihr habt ein ganz tolles Hautbild. Kann ich wärmstens empfehlen, aber das ist abgelaufen. Ebenso empfehlen kann ich ein Glukol-Peeling, auch ein sehr mildes Peeling. Dann haben wir hier nochmal, jetzt habe ich da was verwechselt, eine Detox-Maske. Detox wissen wir, ist auch eine schöne Maske. Die haben ein sehr schönes Maskenprogramm. Ebenso eine Enzym-Peeling-Maske, also nicht so eine Peeling-Maske oder Enzym-Peeling wie das, dieses Pulver, was ich euch mal vorgestellt habe von Dalton, sondern das ist eine Enzym-Peeling-Maske. Auch sehr, sehr mild. Und mir tut es ehrlich gesagt ein bisschen in der Seele weh. Bloß ich möchte es nicht herausfordern. Und ich will jetzt auch nicht diese ganzen halb leeren Tuben mitnehmen. Das nimmt ja alles Platz weg. Und dann nehme ich es eigentlich nicht, weil ich ein bisschen Schiss habe davor. Und auch was sehr schön ist, es hat sogar nur 9 Monate Haltbarkeit. Das ist so ein ganz feines Peeling von Caudalie. Das ärgert, ein Creme-Peeling. Das ärgert mich ein bisschen. Ebenso ärgert mich dieses sauteure von Kale, dieses Green Tea Spinat, Superfood, Vitamin, diese Reinigung, die habe ich euch vor einem Jahr vorgestellt, im Frühjahr. Ihr seht, da ist noch was drin und das ist eigentlich nur, wartet mal, 12 Monate haltbar und das ist jetzt um. Und ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen gekippt, das riecht ein bisschen merkwürdig. Und gut, ich könnte es noch für die Hände nehmen, aber naja, okay, für die Hände vielleicht, aber nicht mehr fürs Gesicht. Es ist bedauerlich. So, da bewahrheitet sich das wieder, was wir eigentlich wissen. Wenn man zu viel hat und zu viel also öffnet und probiert, hat man dann irgendwann den Salat. Ne? Dann ist es irgendwie, naja. Und es hat jetzt nichts mit Luxusproblemen zu tun oder man will das nicht mehr haben. Also gerade bei diesen hochwertigen oder bei dieser hochwertigen Kosmetika. Ja, ist bedauerlich, aber wahr. Gut, aufgebraucht weiterhin war dieses von Sephora, so ein Kokonat-Micellenwasser, ist sehr schön für die Reise. Würde ich aber nicht, nicht in die Augen damit gehen, das war nicht so toll. Eins meiner absoluten Favoriten, auch in diesem Jahr, ihr kennt das von Dalton, dieses Illuminating Oil. Das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt, also ein schwereloses Öl, ein Ölserum ist das. Gewonnen aus der Frangipani-Blüte ist dieses Monoi-Öl, wirkt also mit Anti-Aging-Effekt. Man hat diesen Glow schon, bevor man überhaupt ein Make-up aufträgt. Man kann es mit dem Make-up, mit der Creme mischen oder auch einzeln nochmal drüber gehen. Schwerelos, sehr gut duftend, Soul. Ist auch für die Seele vom Geruch. Das werdet ihr noch öfter von mir zu sehen bekommen, weil es ein absolutes Highlight ist. Aber das ist ja auch schön, wenn ihr das immer wieder seht. Mensch, die benutzt das immer wieder. Du musst es ja gut sein, ne? So, ich erzähle das ja nicht aus Blödsinn. Ja, so. Das war es jetzt auch mit den Reinigungsprodukten.
die weg müssen. Dann habe ich hier, das ist aufgebraucht von Ava Pui vom Friseur, das ist mit Ginger, mit wildem Ingwer-Extrakt, das ist so ein, ja, so ein Schaumfestiger, den gebe ich jetzt nur hier oben so auf, also hier, dass das nicht immer so platt ist, ne? Aber da ist auch Alkohol mit drin, bin ich jetzt nicht traurig drum, dass es alle ist, aber das habe ich auch über 2 Jahre gehabt und kann man wahrscheinlich auch nur ein Jahr benutzen. Steht immer 12 Monate drauf. Himmel, Arsch und Zwirn. Guckt mal nach, wer weiß, was ihr alles findet. Das hier habe ich 2-mal benutzt und bin total enttäuscht. Das ist von Schwarzkopf, so ein Trockenwäsche. Da bin ich auch angefixt worden, weil wo du hinguckst, egal auf welchem Kanal, wird Trockenshampoo vorgestellt als das Nonplusultra statt Haare waschen. Also ich habe jetzt nicht so fettige Haare. Aber ihr wisst das, nach dem Schlafen sieht der Ansatz manchmal so ein bisschen so lala aus. Und da dachte ich mir, okay, probierst du das mal. Ich habe das so gemacht, wie das beschrieben wird. Und naja, gut, es steht so ein bisschen. Aber man hat auch diesen so einen leicht pudrigen, komischen, so einen Film da drauf. Und wenn du alles wieder auskämmst, dann ist ja auch wieder alles platt. Und es ist Alkohol drin enthalten, was ich jetzt auch nicht so prickelnd finde für die Kopfhaut. Und bei mir hat es dann so angefangen zu jucken und zu bitzeln. Also das Volumen Trockenshampoo-Spray ist nichts für meinen Kopf. Sicherlich gibt es Damen, die das ganz, ganz toll finden. Aber wie gesagt, das ist ja eine persönliche Geschichte. Jeder hat eine andere Haut, eine andere Kopfhaut. So. Das verbrauche ich alle 4 bis 6 Wochen. Ihr kennt es. Dunkelblond, total preiswert, 3 Euro. Polycolor, damit mache ich meinen Ansatz. Ich mache meinen Ansatz selbst. Seit Jahren, seit knapp 2 Jahren. Weil der Friseur das immer nicht hingekriegt hat. Ich war da immer irgendwie, sah ich, zu dunkel, zu hell, zu rötlich. Und dann habe ich diese Farbe gefunden und bin sehr zufrieden damit. Ich gebe das aber wirklich nur den Ansatz. Und dann, das ist ja noch so ein Restblond, und dann habe ich von La Biosthetik ein ganz tolles Glam Color Caramel, so ein Glossing ist das. Kostet 30 Euro. Und ihr habt sehr lange was davon. Also das wird nach der Haarwäsche auf das Handtuch trockene Haar aufgegeben, wie so eine Kur, ja, in der Farbe Karamell. Und es gibt auch ein Dunkelblond und Dunkelbraun und in zig Farben. Und man hat dann ja, so ein Glossing. Es ist praktisch Farbe und Pflege. Das Haar wird sehr schön jetzt auch nicht so schwer, dass das so runterhängt. Und die Haare fliegen auch nicht. Und wenn ich das, also ich habe das beim Friseur kennengelernt, beim Labiosthetik-Friseur, vor 2 Jahren vor fast 3 Jahren in Potsdam. Und da habe ich mir das machen lassen, dass die Haare alle so einen schönen, naja, das ist dann so ein Film. Also sieht einfach toll aus. Und da kostete diese Prozedur, diese Anwendung 30 Euro. Da dachte ich mir, ja klar, Friseur ist wirklich teuer. Aber gut, die haben ihre Ladenmiete, die haben ihre Leute, die müssen ja auch irgendwie leben, ne? Und müssen das auf den Kunden umsetzen. Und das kann, da dachte ich mir, okay, ich kaufe mir das selber. Dann habe ich mir das selber gekauft, damals beim Friseur. Man kann es aber auch im Internet bestellen, bei La Biosthetik, 30 Euro. Und da habt ihr mehr als eine Anwendung. Habt ihr richtig, also man braucht ja da nicht so viel. Also das hält auch sehr, sehr lange. Ist eine super Investition, wenn ihr so ein so eine Emulsion möchtet. Ich mache das jetzt mal auf. Könnt ihr das sehen? So braun ist das. Und das dreht man so auf und dann macht man das raus und dann gibt ihr das ins Handtuch. Trockene Haar. Hier steht 3 bis 10 Minuten, ich lasse es mal eine halbe Stunde drauf, da passiert nichts. So, über den Winter hatte ich ja das hier, da von L'Oreal, dieses Oil Magique. Da habe ich jetzt so ein bisschen die Nase voll von, das ist okay, bin ich mit zufrieden. Das waren diese Limited Edition. Das Haar war immer so ein bisschen ölig, so. Aber das tat mir im Winter ganz gut, aber jetzt ist es mir too much. Jetzt ist mir too much, ich bin froh, dass es leer ist. Und das werde ich mir auch erstmal nicht mehr nachkaufen, vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich gehe jetzt wieder zu meinem La Biosthetik, da habe ich noch einige Fläschchen. Haarwäsche kann man zum Glück länger als 9 Monate benutzen. Und diese Haarwäsche von La Biosthetik ist auch sehr, sehr ergiebig. Das ist so ein Konzentrat, da braucht man ganz wenig. Hier bin ich echt traurig drum. Das war vor 2 Jahren so eine, oder 1,5 Jahren so eine Limited Edition von Essence. Das war so eine Happiness, so eine Pinselseife. Die war fantastisch. Die ist leider leer. Tut mir echt leid. Ach, hier haben wir noch ein Haarprodukt von Sios. Das ist noch nicht ganz leer. Das war diese Ansatz-Färbemascara, wenn ihr so einen grauen Ansatz habt.
In so einem Braun. Das ist okay, das ist mal schnelle Hilfe für zwischendurch, aber das könnte, also ums Färben kommt man nicht drum rum. Wenn die Haare grau sind, also grau da rauswachsen, kann man das mal für einen Tag oder einen Abend oder, ne? Aber eigentlich ist es keine Dauerlösung, es ist nur mal so. Und es hat auch so einen leichten Graustich. Und es sieht ein bisschen matt aus, so stumpf eben, ne? Also das werde ich mir auch nicht nochmal neu kaufen. Dann, was haben wir hier? Das war die von Revitalift, diese, so eine Augencreme, Zika Cream. Ist okay, ist nicht schlecht, kann man nehmen. Die hat jetzt nicht Wunder, aber welche Creme bewirkt schon Wunder, ne? Aber sie war in Ordnung. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Von denen war ich ein bisschen enttäuscht. Das sind Bepanthen Augentropfen. Ich benutze jeden Tag Augentropfen. Trockene Augen im Alter, also das heißt die Tränen, da sind sie trocken. Und Bildschirmarbeit, Wind, Heizungsluft, draußen kalt. Und dann wurden mir diese Bepanthen-Tropfen empfohlen. Die sind ziemlich teuer, 13 Euro. Und die haben so ein merkwürdiges, also ich bin damit nicht klargekommen. Ich habe das genau gemacht, ich weiß, wie man Augentropfen aufgibt. Ja, also das ist immer daneben getropft. Das hat bei mir nicht funktioniert. Und ich bin jetzt wieder zu meinem HelloFresh zurückgekehrt, was ein bisschen billiger ist. Also es geht jetzt nicht ums Sparen, aber ich fand, für 13 Euro hat mich dieses Produkt nicht besonders überzeugt. So, dann haben wir hier diesen Copper Sweet Dreams, diesen Tee. So, jetzt muss ich mal mein Brillchen aufsetzen, damit ich euch nichts Falsches erzähle, was da drin ist. Da ist drin, was ist da drin? Kräutermix, also Kamille, Zitronen, Melisse, Lavendel. Der war okay. Also der hat mich jetzt auch nicht süß träumen lassen, aber es war in Ordnung. Dann habe ich, das sind ja diese, naja, es sind eben die Tees aus der Apotheke, nicht die aus der Drogerie, nicht die aus der Apotheke. Dann dieser Fenchel-Anis-Kümmel, den kann man immer benutzen, der war prima, wenn einem so ein bisschen grummelig im Bauch ist, wohlschmeckend und bekömmlich. Und dann hatte ich noch diesen Schlaf- und Nerventee. So, das ist jetzt alles leer. Ich habe die Kartons extra aufgehoben. Also ich habe nicht besser geschlafen damit, aber vielleicht war ich ein bisschen ruhiger, da es momentan ziemlich turbulent bei mir zugeht. Vielleicht hat es doch ein bisschen was gebracht, aber keine süßen Träume. Naja. Die Wundermittel, man muss selber mit seiner Seele irgendwie klarkommen und mit seinem Schlafrhythmus und seinen Schlafgewohnheiten. Und irgendwann, ich hoffe, ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann alles gut wird und schön und schick und fein. Wenn ihr euch fragen solltet, was hat die heute drauf? Was hat die heute drauf? Also ich habe drauf, völlig unkompliziert, ich habe keine Foundation drauf. Ich habe hier diese Glowing Tinted Day Cream von Age Perfect drauf, wo man, ne, die so ein bisschen aussieht, wenn man sie aufträgt, das ist so Apachen-mäßig, so ein bisschen rötlich. Die macht diesen tollen Glow. Ich habe kein Highlighter drauf, nur diese Creme und Pflege drunter, logisch. Dann habe ich ein Rouge entdeckt von Judith Williams, 10 Euro, sehr schön verpackt, gibt es jetzt neu. Judith Williams kennen wir alle irgendwie, die macht ja Mode und Fernsehsendung, ist ja eine absolute Powerfrau, bewundernswert. Absolut genial. Und die hat, ich hatte noch nie was von ihr, aber dieses Rouge, diese Farbe hat mich total angesprochen. Das ist ein sehr natürliches Creme Rouge. Und das hat eine mega geile Textur. Und das habe ich auf den Wangen. Weiterhin auf den Nägeln habe ich diesen Lack hier. Das ist von Sephora vom letzten Jahr. Gibt es bestimmt noch. Enjoy the Sunset. Ist jetzt in dieser Trendfarbe. Auf den Lippen, diesen Lippenstift, der jetzt aus dem Programm genommen worden ist. Danke, liebe Petra, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ich war dann nochmal bei Sephora und habe die Mädels rumwühlen lassen. Die haben im Keller nochmal nachgeschaut, bevor die ganzen Produkte zurückgingen zu Sephora. Und ich habe noch einen erstanden, leider aus dem Programm. Also Outfit neu, Farbe gibt es nicht mehr, sehr bedauerlich. Ich habe noch einen bekommen, den habe ich heute drauf, Farbe 58. Und auf den Augenlidern habe ich von Bobbi Brown dieses Grün. Das ist keine Palette. Also das von Bobbi Brown kann man sich diese leeren Paletten kaufen und dann kann man die Dinger so reinklicken. Ne? Man kann die, ich mach das mal raus, man kann die, je nach Lust und Liebe, kann man sich diese Sachen, upsie, wieder, kann man sich seine Paletten selbst zusammenstellen. Und das habe ich in dem Fall mal getan und habe diese grüne Farbe drauf. Also sehr dezent, jetzt nicht fett, also ein Primer, und diese Farbe leicht drüber geschwebt. Sieglas. Bisschen Frühling und was Grünes an. Ich dachte mir, ich kann nicht mal wie so ein, jetzt wo so, wie gesagt, ein bisschen turbulent zugeht, dass ich mich nicht immer so, na, wie so ein Honk
mir vor die Kamera setze. Das werdet ihr noch genug sehen. Ich freue mich sehr, dass euch die Vlogs gefallen und eure Kommentare sind wirklich, ich werde darauf extra nochmal eingehen, die sind einfach so zauberhaft, zuckersüß, wundervoll. Ich danke euch von Herzen und bin sehr, sehr erfreut und beglückt über euch und ich kann nur immer wieder Danke sagen. Es ist sehr, sehr schön. Ja, und das war es dann heute mit meinem aufgebraucht Video. Ja, genau, aufgebraucht. Und jetzt kann ich das endlich alles wegschmeißen. Ich habe das nämlich schon gesammelt. Seit ein paar Tagen steht das in so einer Kiste rum. Und ich habe einiges auch in Gedanken schon weggeschmissen. Da dachte ich, Mensch, du hattest doch das noch und das noch und das noch. Da hatte ich zum Beispiel so einen Zucker zum Enttarnen, so einen Sugar eben. Ne? Der war total klumpig schon. Der musste auch weg, war so ein Riesentopf. Naja, beim Aussortieren und Aufräumen oder Ausräumen findet man ja auch so das dies und das, das eine und das andere. Ja, also schaut mal nach, ne, bei eurer Kosmetik. Also jetzt nicht nur bei Deko-Kosmetik, auch bei der Gesichtspflege. Man denkt so ein Jahr oder zwei. Ich habe wirklich gedacht, dass man das 2 Jahre benutzen kann, diese Caudalie-Produkte. Cremes schon, aber diese Reinigungssachen nicht, diese pflegenden, also Peeling und reinigende Masken. Okay, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und danke fürs Zuschauen. Bis bald.